Herrlich, so ein faulenzer Nachmittag am Teich. Willst du nicht ins Wasser kommen, Hexlein? Nein, danke, Flöte. Ich fühle mich hier gerade sauwohl. Na gut, dann tauche ich mal zur Insel rüber. Bis später. In diesem Teich, da wimmelt es nur so von Wassertierchen. Da findet man Wasserschnecken, Wasserspinnen, Wasserläufer, Kaulquappen und so weiter. Das muss ich gleich in mein Buch aufnehmen. Ah, habe ich dir das überhaupt schon erzählt? Ich mache ein Lexikon für neugierige Kinder wie dich. Ich zeige es dir und wir können ein kleines Quiz spielen, ja? Das ist der kurze Steckbrief für eine Pflanze. Es wird dir sicher nicht schwerfallen, das passende Bild dazu herauszusuchen. Klicke darauf, wenn... Stimmt genau. Nicht alles ist. Macht nichts. Das nächste. Pass auf, ich denke jetzt mal laut für dich. Dieses Fahrzeug hat zwei Räder und keinen Motor. Einen Führerschein brauchst du nicht, aber du musst erst lernen, damit zu fahren. Das Auto scheidet gleich aus, denn es hat vier Räder und keine zwei. Überleg mal, wie das mit dem Moped ist. Es hat zwei Räder, das würde passen, aber es hat einen Motor, geht also auch nicht. Na, dann bleibt nur noch das Fahrrad. Prüfen wir, ob das Fahrrad passt. Es hat zwei Räder? Stimmt. Und es hat keinen Motor? Stimmt genau. Das Fahrradfahren musst du lernen. Auch das ist richtig. Fein gemacht! Alles richtig! Stimmt! Stimmt genau. Prima. Du bist gerade in einer Deutschübung. Wenn... Ah.
Hallo, Igelchen. Warum sitzt du denn hier und seufzt so traurig? Ach, ich hätte so gerne dieses wunderschöne Blatt für meinen Laubhaufen. Ich halte nämlich bald meinen Winterschlaf und möchte einen riesigen, kuscheligen Blätterhaufen. Ich glaube, ich kann dir helfen. Ene, mene, zack, auf den Haufen fliegt das Blatt. Vielen Dank, liebste Sabralotta Sausewind. Gern geschehen. Tschüss. Bäh! Bäh!